Brüssel, Sitz des Europäischen Parlaments. Hier entscheiden Abgeordnete aus 28 Mitgliedstaaten über Gesetze, die jeden von uns betreffen. Zum Beispiel auch, wenn wir Shampoos oder Waschmittel kaufen. Im Rahmen eines parlamentarischen Abends informierte der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel die eingeladenen Abgeordneten über aktuelle Themen aus der Arbeit des Verbands und gab Einblicke in die Welt der Kosmetik und der Haushaltspflege. Ja, für uns als Verband ist der Dialog und der Austausch von Informationen mit allen gesellschaftlichen Gruppen sehr wichtig. Wir suchen daher regelmäßig das direkte Gespräch mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen, Verbraucherverbänden, Behörden und eben auch der Politik. Und wir möchten das heutige Treffen dafür nutzen, Erkenntnisse aus unseren beiden Branchen zu teilen und einfach das gegenseitige Verständnis zu fördern. Eine sachgerechte Information der Öffentlichkeit über die Wirksamkeit, gesundheitliche Verträglichkeit und ökologischen Eigenschaften der Produkte gehört ebenso zu den Aufgaben des IKW, wie über die Bedeutung der Produkte im Leben der Verbraucher zu berichten. Oberflächlich betrachtet geht es natürlich beim Putzen ums Saubermachen und bei der Schönheitspflege ums Schönwerden. Aber tiefenpsychologisch gibt es noch viel weitere Motive zu putzen und sich zu pflegen. Beim Putzen zum Beispiel gewinnt man die Macht im Haushalt und auch ein bisschen über andere Menschen. Und bei der Schönheitspflege, insbesondere eben bei den jungen Leuten, um die es ja heute vorwiegend ging, geht es darum, dass sie den Eindruck haben, mit Pflegeprodukten die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückzugewinnen und darüber auch Selbstwertgefühl zu entwickeln. Es war sehr aufschlussreich, was ich gehört habe. Und solche Abende sind für uns als Politiker durchaus wichtig, um zu wissen, wie die Gesellschaft tickt, wie sie auch eventuell sich anders verhält im Kaufverhalten, auch in Pflege, als vielleicht die Ansprüche sind an gerade Umwelt oder andere Wertigkeiten. Und damit wir eben wissen, wie wir die passenden Rahmenbedingungen schaffen sollen. Das machen wir ja in der Politik, Rahmenbedingungen schaffen für die Menschen, die Verbraucher sind, aber eben auch für die Industrie, die Produkte nach Wünschen der Gesellschaft herstellt. Der IKW unterstützt, berät und vertritt.